Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir machen weiter und fahren unseren Düngersteuer jetzt im Hof. Den parken wir hin. Monat den nächsten. Ich habe jetzt Crossplay aktiviert. Wir haben beigefahren. Ein bisschen abenteuerlich runterfahren, ja, ne? Jo. Ich habe hier nichts am Ton gemacht, ob das so nur noch passt. Ja. Crossplay ist drauf. Ob das nun mit Lohn funktioniert, keine Ahnung. Ich muss mal gucken, ob hier auch alte Kurse drin sind. Dann habe ich alle gelöscht. Könnte sein, dass es funktioniert. Also könnte, aber vielleicht nehmen wir noch ein Feld, mal sehen. Also wenn wir uns den Traktor tauschen, werden wir gleich mal voll machen. Ne? Da werden wir gleich mal sehen, dass wir den ersten Rapsfeld gedüngt bekommen. Da müssen wir noch eine Silage in die BGH reinbringen und natürlich die Gülle auch noch. Aber einer am anderen, ne? Wenn wir gleich mal den Dünger aufnehmen, der vorne rumliegt, dass wir da ein bisschen Ordnung reinkriegen. Hier das Feld frei bekommen. Dann mit einem freien Feld können wir auch später hier entsprechend mal auch Gärreste fahren, ne? Nehmen wir vorne gleich den nächsten mit. Würde nie aussteigen, ne? Wir gleich mal den nächsten Traktor tauschen, den anderen holen mit Pflegebereifung und den werden wir erstmal reparieren, ne? Aber wir machen immer voll. Der Dünger muss rein. Wir später hier die Gülle fahren können oder Gärreste. Gärreste war's. Ich habe eine kleine Pause gemacht. Ich habe selber ein paar Videos angeschaut. Ein oder andere mal kurz eingeklickt. Überlegt mir mal ein Spiel. Ich war nicht entschieden, das mit Zerfer. Mit Zerfer ist mal blöd. Und ich kann nicht jeden Tag reinlocken, das geht nicht.
Oh, das geht schon, aber muss ja nicht sein, ne? So. Ein noch, Junge, ein noch. Der Dünger liegt hier rum. Gut, passt. Man müsste aber auch aber reichen. Wir werden ihn mal gleich mal hier vorne hinstellen. Und dann nehmen wir uns gleich mal einen Traktor vor. Ach, unsere Fräse. So, laufen wir kurz an den Traktor. In der Pflegebereifung. Und dann die haben wir kurz reparieren und waschen. Mal schauen, ob wir volltanken können und müssen dürfen. Da ist der K2. Ja, dann werden wir reparieren und waschen vor allen Dingen, ne? Wie der aussieht. Gewicht haben wir dran, das passt. Und dann schauen wir gleich zur Werkstatt. Der reicht zur vom Düngerstein aus. Ja, tanken wir mal auch mal vorsichtshalber, ne? Ein guter Tank würde ausreichen, also oh, schon mal dabei sind. Machen wir gleich voll. So. Reparieren. Hier können wir nur lackieren. Lackieren tun wir nichts hier. Aber wir machen ein bisschen bessere Sicht, ne? Sieht 700 Kilogramm, das reicht ja auch normalerweise. Schauen wir gleich rein, ne? So, sauber ist er und vollgetankt und repariert. Das Gewicht hat nur Lackschaden. Von daher. So, dann wollte ich mal testen, ob wir kurz mit Lohn zahlen dürfen, ne? Ja, wenn das nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Dann fahren wir auf Feld Nummer 49 oder 42 oder 41, ist egal. Da fahren wir jetzt hin. Dann holen wir den Dingerscheuer Nummer 2 und 3. Einmal sind wir für kalt gedacht. So. Schauen wir mal. Haben wir früher Winter. Ich spiele jetzt mit 3 Tage. 3 Tage heißt, in 3 Tagen ist Frühling. Und in 3 Tagen müssten auch die Kühe die ersten Kälber bringen. Also die Welt bringen. Der Gras. Da ist schon gewachsen. Unkraut ist schon gewachsen. Aber der Unkraut schaut nicht weiter. Der Gras hat mir schon mit. Alles Kräuter daher. Alles im BGH. Gut, ein bisschen die Lage behalten für die Kühe. Und Heu werden wir auch noch machen müssen. Also ein Teil werden wir Heu machen müssen. Also. Da werden wir nicht drum herum kommen. Wir werden auch Heu machen müssen. Also Stroh wird jetzt noch ein bisschen knapp werden. Aber wir haben ja noch gut im Lager drin. Ne?
Das sollte eigentlich kein Problem sein. Der Haufen geht nicht weg. Mal sehen, wann der Reh kommt. Dann sollte alle Schnee kommen, ne? Wir haben Winter. So, da sind wir. Nehmen wir das erste Feld gleich. So, da sind wir. Das machen wir gleich einen Ordner fertig. So. Kursgenerierung. 49. Sorgewende machen 2. Ein Fahrzeug, reich. Dann hier Feldkurs. Hat er ganz cool gekriegt. So. Speichern. Name des Kurses. Ja. Das ist Feld Nummer 49. Wir fangen mit Felder an. Felder und dann, ne, oder? Ne, dann. Ja, noch teilweise klein. Und Feld 49, 30 Meter. So, speichern. Dann. Name des Ordners. Ja. Dann schieben wir ihm. Oh. Ah. Also öffnen. Und gut, Laden brauchen wir nicht. Haben wir geladen. Ja, ersten Wegpunkt, ne? So, mal sieht, die Meldung kommt, das geht jetzt nicht, weil Winter ist. Nö, kommt nicht. Das passt. Speichern, speichern. Jetzt gehen wir zurück zum Hof. Jetzt werden wir gleich den nächsten Düngerschreier holen. Dann brauchen wir sowieso alle im Hof. Schnellen Fend, ne? Da muss man da nicht so lange herscheißen. Brauchen die Werte? Gott, so viel. So. Dann fahren wir gleich los und holen den nächsten. So, ich bin nicht gespannt, ob da Urlaubszüge kommen. Ne? Also normalerweise müsste es bei der Million die Zahl langsam abwärts gehen. Aber gut, da passiert nichts. Ich will kommen, dass wieder kein Null ist. Weiß da jemand einen Rat? Ich habe das Kursplay rausgenommen. Ich habe die Daten direkt gelöscht. Also ich habe jetzt auch keine gespeicherten Kurse gehabt. Einfach so alles weg. Ja, nur trotzdem anscheinend wieder kein Lohnabzug. Gut, wenn nichts Schlimmeres kommt, muss ich damit leben, ne? Was soll's? Wir fahren jetzt gleich zum Händler und holen uns den nächsten Düngerstreuer. Dann holen wir gleich den Kalkstreuer. Der Düngerstreuer, der jetzt auf der 49 ist, wird gleich näher den Feld Nummer 48 nehmen und die 42. Hoffe, dass der Dünger da reicht, was da drin ist. Und wenn nicht, muss man einen Nachschub holen. Wir haben ja was im Lager. Die müssten noch zwei Anhänger holen. Das heißt, geh ein. Mal schauen. Dass wir noch ein bisschen Nachschub kriegen. Ne? Also Reserven auffrischen. Ne? Wenn der Lager ja voll ist, wenn die Ernte losgeht oder die Aussaat im Frühjahr, dass wir da entsprechend loslegen können.
Na, wo sind die Rehe hier? Ne? Hier kommen höchstens bei Krähen, ne? 80, haben wir auf Gas Game hier. Ah, aber 300 ist ja da auf. Müsste eigentlich, wenn er keine Last ziehen müsste, eigentlich auch schneller sein, eigentlich. Sollte ruhig ein bisschen mehr Power kommen, ne? Oder das Tacho zu genau. Ja, minus 1 Grad, Raumtemperatur plus 2. Mal schauen, wenn wir auch Schnee kriegen, ne, in diesem Winter. Ich meine, da muss man mal sehen, komplett. Da muss ja mal klarkommen von 6 Tagen auf 3. Und das ist dann schon, muss ich mal kurz schauen im Wetterbericht, ob da jetzt Vorhersage sich geändert hat. Weiß ich nicht. Haben wir geschaut. Man soll ja, wenn man das wechselt von 2, 3, oh Gott, einer Rhythmus, das dann Glück im Winter machen, weil da ist das Wachstum eigentlich ein Router eigentlich, ne? So, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich immer Tschüss und Winke. Ciao, ciao. Ja, es geht gleich weiter. Tschüss.